Weiter kann es gehen. Gegen Buu in der Buu-Ära. Willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Trunks will natürlich wieder, dass wir direkt weitermachen. Weil Trunks muss hier einiges regeln. Lässt uns dafür die Arbeit machen. Und bittet uns, vorsichtig zu sein. Das werden wir mal tun, soweit wie es eben geht, gegen Kid Buu. What? Is he trying to destroy Earth? Oh no! Großer Kampf um die Zukunft. Besiege Kid Buu. Das ist unser Ziel. Und dieser Kampf wird härter werden als alles bisherige. Habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Das sage ich irgendwie jedes Mal bei jedem Kampf. Aber es wird ja auch nicht leichter. Immerhin. Wollte ich gerade sagen, immerhin scheint ja wieder einiges richtig zu sein. Son Goku, Vegeta, Mr. Satan sind jetzt auf dem Planeten oder in der Welt der Kaioshins angekommen oder haben sich dahin gerettet. Es ist also wirklich jetzt wieder so einiges wie gewohnt, wie geschichtlich vorgesehen. Aber reicht jetzt der einfache Sieg gegen Kid Buu aus, um wieder alles normal werden zu lassen? Ich habe meine Zweifel, weil dazu läuft der Kampf eigentlich viel zu gut und haben wir auch viel zu viel Verstärkung, viel zu viel Teammitglieder mit Son Goku und mit Vegeta. 3 gegen 1, das kann nicht der finale Kampf gegen Kid Buu sein. Nochmal hier ein toller Treffer. Also, dem Kid Buu wird wirklich ordentlich zugesetzt. Der hat ja kaum eine Chance, sich mal zu wehren. Wieder mal ein toller Geistesblitz von Son Goku, die Welt wieder herzustellen. This is the end. You've got to fight Martin Blue with father. People of Earth, listen to me. There is a warrior who is fighting Majin Buu at this very moment. But we need your help. Everyone, join forces to defeat Majin Buu. Everyone, please. I need you to share as much of your energy as possible with me. Hey, we're going to need a lot more if we want to beat Buu. I know that. Ich hoffe ja mal, die Erdenbewohner hören auf den guten Vegeta. Läuft gar nicht gut. Die Erdenbewohner hören nicht auf das, was Vegeta sagt, weil sie kein Vertrauen zu ihm haben. Aber es kommt Mr. Satan. Mr. Satan, der Herrscher der Welt, der Retter der Welt, besser gesagt. Der ja so oft die Welt gerettet hat, was ja zumindest mal die Erdenbewohner glauben, wir haben es geschafft. Kid Buu ist besiegt. Das gibt schon wieder mal ordentlich Punkte. Okay, es ist geschafft, Fragezeichen. It's here! Whoa! Get away! Get away! Let's go! Take this! No! No! Damn it!
I just need a bit more time. It's ready. Thanks. Und Boo wurde augenscheinlich zerstört. It's over. Took you long enough. Did you really do it? People of Earth, Majin Boo has just died. Oh, Dad. Und wieder mal hat's Mr. Satan geschafft, natürlich. He was really amazing. Next time I will win. Well, good job, you two. You did well too. Huh? What? Huh? Tut mir leid, Mr. Satan, wir haben genug andere Sachen zu tun. Immerhin, die Boo-Ära, sie ist geschafft. Amazing. Und you're damit... Really amazing. You really defeated Majin Boo. Damit die Geschichte von Dragon Ball Z. Und du bist echt toll, natürlich. Wir haben Majin Buu besiegt. Jimmy Gras Ability to control people is strong as Boo. Demigras Magie, wissen wir. Who in the world is this Demigra? He's an evil sorcerer I fought 75 million years ago. Dann ist der Kaioshin der Zeit jetzt mindestens wie viel Jahre alt? Na, dafür hat sie sich aber mal ziemlich gut gehalten, oder? Kann man schon so sagen. He called himself the Demon God and tried to take away Toki Toki and seize the Nest of Time. To create a world where he could rule history. A guy like him controlling space and time? That's awful. What did その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど。そこでずっと His power for 75 million years? Hey, you just thought about my age now, didn't you? That I must be more than 75 million years old? Huh? No, I didn't. What does it matter how old I am anyway? I mean, people praise me all the time for looking way younger than I actually am. Ja, das habe ich doch gerade eben auch gesagt. Of course. So, what should we do? He's too dangerous. We can't let him get out. We need to thwart his evil plans and keep him from escaping from the crack of time. It's up to us. We can't let this demon god do as he pleases. Alles klar. Einfacher gesagt als getan. A little more. A little more. Noch ein wenig von was? Noch ein wenig die Zeit manipulieren? Kampf ums Universum. Du hast eine Trophäe erhalten. Schön, vielen Dank auch. Gut, gut. Wir haben die Trophäe erhalten. Wir haben die Dragon Ball Z-Ära hinter uns gelassen. Haben sie geschafft. Und das ist doch schon mal ein dreifaches Holdrieu wert. Mensch, ist echt cool gelaufen. Also, wir haben... Bis auf den Kampf gegen die 1000 Mini-Boos alles soweit geschafft. Und das auch relativ locker. Locker flockig. Aber natürlich war es das noch nicht. Heißt also, geht's jetzt weiter in die Geschichte von Dragon Ball GT? Von den Dragon Ball Z-Filmen? Auf jeden Fall spannend zu sehen, was jetzt kommt. Aber da werden wir erst in der nächsten Folge weitermachen. Jetzt will ich noch mal ganz kurz ein wenig mehr einkaufen gehen.
Und nochmal gucken, ob wir vielleicht ein paar neue Gegenstände kaufen können. Wäre ja mal interessant zu wissen. Wir haben ja auch genug Geld. Also, an dem Geld soll es nicht liegen. Da haben wir ja auch nicht was gesammelt. Aber ob es am Ende dann auch ausreicht, um dann wirklich die ganz tollen Sachen zu kaufen. Mal gucken. Also, wir haben ja schon mal geschaut, was es für Kapseln gibt. Aber was gibt es zum Beispiel für Kostüme? Das wäre ja mal ganz cool, sich mal anzuschauen. Einfache Schildkrötenuniform mit Unterhemd. Heißt also, das würde die Gesundheit, wie man einen blauen Pfeil rechts erkennen kann, wohl erhöhen. Grundangriff schwächen. Und Schlag-Superangriff schwächen, Key-Explosion-Superangriff stärken. Gibt's auch Umhänge, die wirklich nur was stärken? Im Besitz haben wir zum Beispiel 2 von den Piccolo-Hemden. Also alles, was im Besitz ist, brauchen wir dann wohl nicht mehr. Aber alles, was wir nicht im Besitz haben, könnte dann schon mal ein bisschen cool sein. Kampfanzug Kulas. Kulas Trupp. Kula übrigens auch ein Kämpfer im Universum. Aber ich würde nicht sagen, mit wem er verwandt ist. Kleidung von Cyborg Nummer 19. Wieso ist denn zum Beispiel so ein Kampfanzug 15.000 Euro teuer, obwohl er dieselben Eigenschaften hat wie die Kleidung von Cyborg Nummer 19? Kleidung des Rinderteufels 17.000. Was gibt's denn hier als teuerstes oder als teuersten Umhang? Pilotenanzug. Noch ein Pilotenanzug. Ist ja interessant. Wir werden mal ganz weit nach unten jetzt mal schauen. 50.000. Dino Woji. Wow. Erhöht die Ausdauer stark und Key-Explosion Superangriff. Schwächt den Grundangriff. Und Superangriff. Also ich will ja lieber nur mal Anzüge haben, die Vorteile haben. Nur Vorteile gibt's aber nicht. Schade eigentlich. Oder ich hab's übersehen. Kann ja auch sein. Das war's auch schon. Gut, also vielleicht könnt ihr mir ja sagen, ob es da wirklich schlau ist, sich noch mal ein paar Anzüge zu kaufen oder anzulegen. Da habe ich so wirklich keine wirkliche Ahnung. Zubehörladen. Was wird denn hier angeboten? Piccolos Turban. Hut von Nummer 19. Hat aber alles keine Auswirkung. Also scheint wohl nur Accessoire-mäßig zu sein. Ohne wirkliche, ohne wie gesagt was zu bewirken. Muten Rossis Stab. Cool. Naja, aber es ist halt alles nur nichts Besonderes eigentlich. So, haben wir noch mehr Läden hier? Mischläden. Mischkapseln. Eine Kapsel, die mit diversen Kräften gefüllt werden kann. Rezeptmischung. Z-Seele von Nummer 19 ausrüsten, senkt erlittenen Schaden. Haha, hab dich. Aber wir brauchen dafür Rezepte? Oder bin ich jetzt doof? Nee, oder? Wir können nichts davon erstellen zumindest. Also nichts ist verfügbar hier irgendwie. Man kann da nichts wirklich mit anfangen. Hier, gerade. So. Ja gut, dann nicht. Naja. Objektläden kennen wir mittlerweile ja schon. Und was mir aufgefallen ist, diese Charaktere hier sagen fast alle nichts wirklich Lohnenswertes, oder? Also in Tokitoki gibt es bisher zumindest eigentlich nur Spannendes im Sinne von Objektläden und ansonsten, ja, eigentlich nicht wirklich viel. Zumindest ist das so meine Einschätzung bisher so. Natürlich auch noch hier die Kämpfe, die Parallelquests, die ja auch ganz cool sind. Und ich werde vielleicht auch nochmal so 1, 2, 3 Quests absolvieren.
Bis zum nächsten Mal, bis es dann weitergeht. Das werde ich mal so tun, denke ich mal. Und dann geht's mal weiter mit der Historie, weitere Verzerrungen, Verwirrungen lösen. Also, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut.